Warum sprechen in der Türkei alle vom 15. Juli? Am 15. Juli 2016 wurde ein geplanter Putsch gestartet. Die direkte Demokratie der Türken wurde damals mit Füßen getreten. Und an diese Volksherrschaft wird jedes Jahr erinnert. Wenn jemand in der Türkei einen Putsch ausüben möchte, dann nur durch Volkswahlen. Die Putschisten wollten eigentlich am Morgen um 3 Uhr des nächsten Tages starten. Weil aber die in Syrien stationierten Geheimdienste von Iran, Irak und Russland über Funk eine Unregelmäßigkeit mitbekommen haben und aus Versehen die unterwanderten Stellen in der Türkei kontaktiert hatten, startete der Putschversuch bereits am Abend des 15. Juli. Zuerst wurden die Fernsehsender von TRT gestürmt und eine Durchsage gemacht, dass die Putschisten das Land besetzt hätten und Militärrecht gelte. Dann wurden diverse Straßen und Brücken in Istanbul und Ankara besetzt und gesperrt. Durchgeführt wurde ein Angriff auf das Hotel des Präsidenten in Marmaris. Der Präsident wurde aber vom Geheimdienst bereits gewarnt und verließ das Hotel, bevor es beschossen wurde. Um das Militärrecht gültig zu machen, wollten die Putschisten eine Unterschrift eines Kommandanten des türkischen Militärs erzwingen. Panzer, Helikopter und F-16-Bomber starteten aus US-Basen in der Türkei und bombardierten darauf den türkischen Geheimdienst, die Sendeanstalt von Turksat und das Parlament und den Palast. Im Parlament besammelten sich Abgeordnete, um sich zu beraten, als die Bomben auf das Parlament fielen. In englisch- und deutschsprachigen Medien wurde berichtet, dass Erdogan Asyl in Deutschland und anderen Ländern beantragt habe. Das war ein Versuch, eine Resignation der staatstreuen Polizei und Militärs heranzuführen. Bald darauf meldete sich auch Präsident Erdogan über die BBC und erklärt die tatsächliche Situation. Er rief dabei die Bevölkerung auf, sich beim Flughafen Istanbul zu besammeln. Denn wenn jemand dieses Land regiert, dann ist es das türkische Volk, sagte der Präsident. Darauf gingen Millionen auf die Straßen und störten mit großem Mut das Vorhaben der Putschisten. Von der US-Basis wollten weitere F-16-Bomber starten, welche dann aber durch einen Stromunterbruch auf der Basis daran gehindert wurden. Das Ziel war, mehrere Großstädte in der Türkei anzugreifen. So wurde der Putschversuch in der Türkei gestoppt und die demokratisch gewählte Regierung blieb auf ihrem Posten. Als man unter den Putschisten mehrere prominente Anhänger einer bestimmten Organisation gefasst hatte und alle eine bestimmte App zur Kommunikation verwendeten, wusste man schnell die Identität der Putschisten. Es gab über 400 Tote und über 1200 Verletzte an diesem Abend. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen und die unterwanderten Stellen wurden darauf gesäubert.